Bonsoir Kevin. Quel est le sentiment après cette victoire? C'est d'abord du soulagement ou vous étiez... Wie fühlen Sie sich nach diesem Sieg? Sind Sie erleichtert oder waren Sie sich sicher über Ihre Stärke? Nach dem ersten Spiel war ich nicht besorgt. Wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben einige Fehler gemacht, aber wir haben Chancen gehabt während des ersten Spiels. Wir konnten einfach nur nicht das Tor schießen. Wir hatten eine klare Vorstellung des Spielplans heute Abend. Wir waren sehr gut in der ersten Halbzeit. Wir hatten sehr viele Torchancen. In der zweiten Halbzeit war es vielleicht nicht ganz so gut, was den Ballbesitz betrifft. Auch bei der Verteidigung war einiges nicht so gut. Aber wir haben sehr gut gespielt im Allgemeinen und wir haben verdient. Der Sieg war verdient. Also ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich. Erzählen Sie uns ein wenig, wie Sie sich nach dem zweiten Tor gefühlt haben. Denn es ist sehr, sehr selten, dass man eine Torvorlage von einem Torwart bekommt. Wir haben Abschläge trainiert. Wir waren unter sehr viel Druck, also wollten wir diesen Druck vermindern. Wir hatten... Einige Bälle sind nach vorne gekommen und keine ist nach vorne gelaufen. Also habe ich gedacht, ich laufe jetzt nach vorne und der Ball ist genau zu mir gekommen. Und das Einzige, was ich tun musste, war eben zu schießen. Ich erinnere mich, vorig Turnier, da ist man von dem Match gekozen und es nicht helemaal mee eens was. Ich kann mich an das letzte Turnier erinnern. Individuell natürlich, die ich bei den Roten Duivels habe gespielt. Und von Ihrem Standpunkt aus, wie würden Sie sagen, wie würden Sie dieses Spiel mit anderen Spielen vergleichen? Ich glaube, am Ende ist das sehr kompliziert, so eine Frage zu stellen. Ich war in der Lage, mit einigen meiner Mannschaftskollegen zu sprechen. Es gab gute Momente. Wir wussten, was wir heute Abend tun müssen. Wir wussten, dass wir siegen müssen. Ansonsten würden wir nach Hause gehen. So einfach ist das also, mussten wir gewinnen. Wenn ich in der Lage bin, meinen Mannschaftskollegen zu helfen und uns auf den richtigen Weg zu führen, wir haben die Leidenschaft, die Energie, dann wir hätten mehr Ballbesitz haben können. Ich werde alles tun, was ich kann, damit wir alle in die richtige Richtung gehen. Ja, wenn ich führe die Mannschaft und dann muss jeder wissen, was er tut. Wie würden Sie Ihre persönliche Leistung vergleichen mit anderen Turnieren, wo Sie gespielt haben? Man kann gute Tage, schlechte Tage haben. Das ist nicht, was wichtig ist. Es geht um die Mannschaft, um dass Belgien eben weiterkommt. Und es ist doch frustrierend, dass so viele Tore aberkannt wurden. Und Romelu hat dreimal ein Tor geschossen. Besorgt mich nicht. Romelu hat heute gut gespielt. Er war sehr großzügig, hat Juri den Ball gegeben, eine Torvorlage. Für mich hat er die drei Tore geschossen, auch wenn sie nicht anerkannt wurden. Er ist hier, er schießt Tore. Wenn man über 2 Zentimeter spricht bei einem Absatz, dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie frustriert sind. Bis jetzt war das Turnier wirklich toll für uns. Es ist nicht nur Romelu. Wie können wir sicherstellen, dass die Jungs sich auf das Spiel konzentrieren und einen kühlen Kopf behalten? Jeder will ein Tor schießen. Jeder will mehr Tore schießen. Wenn wir auf die richtige Art und Weise spielen, dann wird es Torschießen geben und wir werden Tore schießen. Ich glaube, darüber denken wir jetzt nicht zu viel nach. Es wird alles kommen.
am Ende des Tages, die Chancen, die wir geschaffen haben heute Abend, haben sich ausgezahlt. Und wir hatten einige Schüsse, die das Tor verfehlt haben, einige Tore, die eben... Wir hätten einfach teilweise besser abschließen müssen. Ich habe gehört, dass Sie gesagt haben, dass andere die belgische Flagge fliegen müssen. Bedeutet das, dass Sie vielleicht nicht mehr mit dabei sein werden? Ja, es gibt viele junge Spieler, die auch schon in verschiedenen Turnieren gespielt haben. Andere spielen zum ersten Mal in dieser Meisterschaft. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich sie so gut wie möglich unterstützen muss und dass ich meine Verantwortung übernehmen muss. Denn ich spiele seit 10 Jahren für diese Mannschaft und ich habe Wissen, das ich mit ihnen teilen kann. Ich habe mir noch nicht überlegt, ob es jetzt das Ende für mich ist. Ich will, dass Belgien gut abschneiden. Wir hatten wirklich fantastische Momente zusammen während Turnieren wie diesem. Das war nicht immer der Fall in der Endrunde der Turniere. Ich möchte mein Wissen, meine Erfahrungen mit anderen teilen, aber ich möchte nicht wirklich darüber nachdenken, wann ich mich zurückziehe und in Ruhestand gehe. Was haben Sie heute Abend am meisten genossen? Die Mentalität der Mannschaft oder die Taktik? Sie haben sehr viel vorne gespielt, mit sehr viel Risiko, mit Tempo. Sie haben sehr hoch gespielt. Oder ist da etwas Magisches passiert innerhalb der Mannschaft? Ich glaube, das haben wir auch während des ersten Spiels versucht. Der Unterschied zwischen dem Spiel und dem heutigen Spiel ist, dass wir Juri einfacher finden konnten als in dem anderen Spiel. Und wenn die den Ball haben, dann kommt Rumänien eben und muss pressen. Deswegen hatte Dole etwas mehr Platz mit Timo in der Mitte. Also das hatten wir oft viele Spieler vorne. Und das hat den Unterschied gemacht zwischen heute und dem letzten Spiel. Ich glaube, wir haben sehr viele Chancen geschaffen und die Energie ist da. Wir haben junge Spieler. Gehen wir Risiken ein und es ist kompliziert. Es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Spielsystem und wir wissen, welche Risiken bestehen und der Trainer entscheidet und wir folgen seinem Befehl. Vielen Dank und gute Nacht.